es gibt 3 Stockwerke. Ja, geil. Boah, cool. Wahnsinn. Das ist ja der Oberhammer hier. Hier muss man halt auch mega aufpassen, ne? Damit die Nachbarn eigentlich nicht sehen. Deswegen mache ich jetzt schnell mal ein Foto und dann husche ich auch gleich ganz schnell wieder raus. So, geschafft. Die andere Seite ist natürlich ein bisschen sicherer hier. Okay, noch ein Klassenraum, aber schon ziemlich ausgeräumt. Der Baum, der wächst da hier drin oder hat man den hier da reingestellt? Ich weiß es nicht. Och, die Mülleimer. Die habe ich sogar noch auf Arbeit. Die gibt es, glaube ich, sogar noch zu kaufen. Ich weiß gar nicht. Hier auch noch mal ein Klassenraum. Mit Couchgarnitur. Da ist man echt sprachlos. Da war ich. Hier gibt es nur noch Stühle. Hier ist wohl eher so ein Lagerraum. Die Honigbiene, das fleißige Bienchen. Oh, bestimmt mal ein Vortrag gewesen hier mit richtig mit Wachs und so. Sachsenhausen, 1936 bis 1950. Lenin, sein Kampf für eine revolutionäre Partei der Arbeitsklasse Russlands, Geschichte, Klasse 8b. Ja, sowas wurde hier alles unterrichtet. Wahrscheinlich nicht nur hier, sondern auch an diversen anderen Schulen. Jetzt gucken wir hier nochmal schnell durch. Die anderen beiden sind nämlich schon ein Stück höher gegangen. Oh, cool. Das ist ja fetzig. Kleiner Plattenspieler. Ich weiß auch gar nicht, wann diese Schule hier geschlossen wurde. Oh, Püppi. Sieht aus wie Brandverletzung. Da habe ich noch eine Schallplatte, ist leider kaputt. Rotkäppchen und der böse Wolf. Ab in den nächsten Klassenraum. Da oben. Da hängen noch so Lautsprecherboxen. Da auch noch mal Bänke, Stühle und eine Leiter. Hier ist ja schön, schön beleuchtet. English for you.
der Lehrertisch hinten. Oh, hier sieht es ein bisschen mühliger aus jetzt. Ah ja, die kenne ich noch. Diese ganzen Formen, die musste man früher immer so berechnen. Mathematik. Mhm. Genauso sieht's aus. Hier die alten Kopfhörer. Crazy. Ja, warum das jetzt hier alles so auf dem Boden rumsteht, weiß ich auch nicht. Sieht aber auch so ein bisschen nach Physik aus. Hier sind so Widerstände und alles. Ja, warum man das hier alles so zurücklässt, wird wohl nicht mehr gebraucht. Anzeige ist raus. Witzig. Russisch, Deutsch. Russisch hatte ich auch in der Schule. So viel ist nicht hängen geblieben. Ich rede mit mir selber. Hier sieht noch mal ähnlich aus wie einer, den wir schon gesehen haben. Oh, der ist ja auch noch mal recht schön. Das könnte ja, ich denke mal, Chemieraum gewesen sein. Gehe ich stark von aus. Alles aus Holz noch. Ich glaube, wir hatten damals schon Plastiktische, weil Holz einfach zu schnell brennt. Naja, hier sind noch so diverse Gerätschaften. Hier ist ein Fisch drin. Aha. Da ist auch noch ein Fisch drin. Kohle liegt hier rum. Und einer von diesen Tischen, oder ist das ein anderer, wurde schon umgekippt. Oder sieht man mal so ein bisschen die Anschlüsse. Hier riecht es tatsächlich noch sehr nach Chemie. Hier stehen auch total viele Utensilien noch rum. Hier oben Calciumsulfat. Naja, was man halt alles so für den Chemieunterricht benötigt hat. Hier Knochen. In so einer Art Terrarium. Was steht da? Blumenblatt, Kelchblatt. Na, hier sind noch lauter Pipetten und sowas drin. Alles aus Glas. Gut, schauen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, da. Ach, hier kommt man gar nicht mehr so richtig rein. Hier ist ein Schrank vorgeschoben. Schade. Da hinten waren wir drinne. Ach, hier sind noch mal so Lagerräume. Gucken, was uns oben nachher noch so erwartet. Hier sind wieder haufenweise Dias. Preußen belagert Paris. Ja, das wird dann wahrscheinlich wie so eine Art Film
vom Lehrer dokumentiert. Hier ist noch so ein Polylux. Die kenne ich auch noch, die Dinge. Eine Urkunde, Volleyball. Von wann ist die? Wow, von 87. Was du willst weiter weggehen. Was willst du? Sonst siehst du es nicht. Ich muss weiter weggehen. Anzeige ist raus. Ja, das habe ich schon gefilmt. Darf ich auch Anzeige ist raus? Zwei doofe Gedanke. Das lag noch in der roten Schachtel da hinten. Ja, fertig. Anzeige ist raus. Ein Klassenraum. Drohne? Patronen habe ich gesehen, ja. Auf dem Boden. Den Spiegel habe ich vorhin da gar nicht gesehen. Auf dem Flur. Jetzt gucken wir noch im Keller. Hä? Doch, lass mal gucken. Ich gehe gucken. Aber eigentlich ist im Keller nicht. Hey. Das Ding habe ich ja. Ach nee, da war ich ja gar nicht. Das muss ich noch mal kurz zeigen. Da sitzt so ein dickes Stofftier auf der Treppe. Ja, mega. Oh, hier sind wir jetzt doch im Keller. Ja, ne? Hier ist doch noch was. Kann man doch durchaus noch mal zeigen. Hier stehen halt die ganzen Stühle. Da oben noch so ein richtig alter Rollschuh. Der ist ja auch mega cool. Hier noch Spielsachen. Oh, die Betten. Hatten die hier Betten? Die kenne ich auch noch zum Aufklappen. Das ist ja krass. Für Unterrichtsmittel und Schulmöbel. Versandort Oschatz. Oberschule. Das ist ja echt crazy. Ach, das ist der zweite Rollschuh. Rollstuhl, wollte schon. Rollschuh. Kann auch nicht mehr reden. Das, denke ich mal, wird so eine Fundgrube gewesen sein. Oh, hier Hero Turtles. Noch richtig alte Klamotten. Von früher. Das ist echt, ja, Wahnsinn. Hier stehen auch noch Schuhe. Athletics Express. Ist natürlich ein bisschen dunkel jetzt hier. Gucken wir nicht, gehen wir hier weiter. Hier ist noch mal wie so ein Klassenraum im Keller. Ja, da ist meine Lampe schon ziemlich dunkel. Okay. Ja, hier filme ich auch noch kurz rein. Gucken wir mal da drüben noch. Die Lampe kann erstmal aus. Ja, hier ist auch nochmal wie so ein Klassenraum. Verrückt. Na gut, die Fenster sind ja hell genug hier. Gucken wir nochmal schnell. Hier ist. Oh, da ist die. Oh! Tomatensaft bei Ramona. Hier sind lauter Spielsachen. Die haben wohl hier im Keller gespielt. Was ist das für ein
Messehaus am Markt, Puzzle. Aha. Darf ich vorstellen, die Puppensammlung. Ja, den kennt man noch von früher, ne? Puppendoktor. Täschchen. Da ist noch ein Puppenwagen. Nochmal so eine Sammlung aus Spielzeug. Mega. Oh, da, also, warte mal, war ich da schon? Wo bin ich denn hier? Sehe gar nicht mehr durch. Doch, hier habe ich. Doch, da war ich schon. Komme hier schon ganz durcheinander. So, hier ist auch noch mal was. Ist auch alles zusammengestellt. Das riecht hier so nach Farbe. Schreibmaschine von Optima. Und hier nochmal wieder eine Tafel. Fix und fertig. Mirko ist runtergefallen. Ich dachte erst, du hast was verloren. Der hält hier immer irgendwie gar nicht so gut. Gut. Das war's dann mit dem. Ja, wahrscheinlich etwas längerem Video. Wir machen uns wieder vom Acker. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.